Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, den Black Sea DLC mit dem mächtigen Pergamon und mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und Chaire nochmal als Begrüßung für alle, die das Griechische mögen. Wir haben im letzten Part angefangen, Massaka zu belagern und sind damit im Krieg gegen Kappadokien. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch weiter fortsetzen. Danach, das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, werden wir dann langsam gegen Rhodos ins Feld ziehen. Wir werden dadurch Warum sind wir eigentlich nicht vertrauenswürdig? Moment, ich muss überlegen, habe ich gegen einen... Doch, ich habe gegen Zypern. Ja, doch, ich habe Zypern, glaube ich, ja, den Krieg erklärt. Ja, es ist nicht so wichtig. Also, wir werden Rhodos noch angreifen. Und, muss man gerade überlegen, wenn ich hier sage, Krieg erklären, wie steht das hier? Wir werden Abkommen brechen, gilt als verräterisch, missfällt allen Fraktionen. Es ist eigentlich scheißegal, wir werden Rhodos einfach so einnehmen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis dann... bis dann mehr passiert. Okay, ich glaube, so zeitmäßig ist es ganz gut. Stell die Armee vielleicht noch hier drüben hin, dass die nicht so weit voneinander entfernt starten. Und dann können wir hier eigentlich den Angriff durchführen. Genau, freu dich schon mal. Wir warten mal kurz, aber es ist ja einer aus unserer Familie, ne? Kretines, genau, ja. Wäre natürlich eigentlich sinnvoller, mit dem anderen anzugreifen, aber ist okay, machen wir es jetzt so. Warum wir da jetzt so miserabel von den Chancen drin stehen, das weiß ich nicht. Ah ja, gut, er hat viele Plänkler. Oh, er kommt sogar raus. Das ist für die KI auf jeden Fall auch die bessere Variante. Auf jeden Fall. Okay, trockenes wird das aber gut für uns. Ist für die KI insofern von Vorteil, weil er... Ja, okay, jetzt sehen wir es auch hier. Wir gucken uns mal gerade an, wie viel Fernkämpfe er hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reguläre Steinschleuderer und östliche Steinschleuderer. Ah, Bogenschützen sind es, okay. Also 7 Fernkämpfer und 1, 2, 3, 4 Einheiten Plänkler-Kavallerie. Also da wären wir, bei einer Stadtbelagerung, doch würde ich schon sagen, im Vorteil gegen ihn. Und wir starten auf jeden Fall hier drüben, denn ich will meine Verstärkungsarmee mit dabei haben. Stell du dich bitte ganz hier vorne hin. Den Rest schauen wir gerade hier hin und die Aufstellung, die machen wir dann gleich. Da hat er recht. Okay. Schwörtür! Ein bisschen kompakter am besten aufstellen. Jetzt muss ich aber doch mal kurz pausieren, weil meine Einheiten sich momentan doch recht gemächlich hier zum Schlachtfeld bewegen. Und ich hätte ja schon gerne, dass sie das ein bisschen flotter machen. Und die Bogenschützen stellen wir hier hinten auf. Wir haben einen ganz passablen Vorteil. Der besteht darin... Hier drüben stellen wir auch noch ein paar Einheiten auf. Der besteht für uns in erster Linie mal da drin, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kavallerieeinheiten haben. Das heißt also, wir können schon seine Infanterie, seine Plänkler, können wir schon ganz gut bekommen. Zumindest können wir es versuchen. Auf die Plänkler müssen wir halt auf jeden Fall drauf gehen. Die Tarantiner übrigens, die machen Plänkel-Modus bitte aus und gehen auf Nahkampf. Wir müssen vor der Plänkler-Kavallerie der östlichen Fraktion ein bisschen auf der Hut sein. Die ist nicht ohne.
Es wäre insgesamt sehr schön, vielleicht doch mal die eine oder andere gegnerische Einheit noch mit der Balliste zu treffen. Da will jemand meine Bogen schützen. Ho, 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 ho. Er schießt jetzt hier halt schon auf uns. Das ist natürlich nicht so gut. Na gut, ich meine, wir treffen ihn auch, haben hier schon den General erwischt. Wir können aber noch nicht vor, weil er hat halt noch die ganzen Plänkler da am Start. Und die müssten wir jetzt nach Möglichkeit mit unseren Bogenschützen versuchen zu treffen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen langsamer. Die stehen schon auf Autofeuer, ne? Sehr gut, okay. Eigentlich müssten die Tureos-Speere, müssten die Plänkler-Kavallerie... Ja, doch, sehen wir auch hier. Die machen die Plänkler-Kavallerie absolut kalt. Und jetzt haben wir hier eigentlich relativ... Ach, guck mal, das ist kappadokische Kavallerie. Gut, insgesamt müssten wir die aber bekommen eigentlich. Jetzt müssen wir halt nur noch mit unserer Kavallerie hier hinten rumkommen. Die werde ich jetzt mal gerade ein bisschen umsortieren. Verzeiht mir, dass ich jetzt hier mal so frech bin und pausiere. Das ist mein anderer General. Genau. Ich würde sagen, ich riskiere das sogar mal hier, auf die Plänkler-Kavallerie zu feuern. Schieß mal auf die. Das ist der Mob. Aha. Was ist das? Ach, das ist der andere General, ne? Ja, dann stell mich mal hier hinten hin. Und du? Ich habe die Tureo-Speere hier ja total vergessen. Ach du meine Güte. Dann mal ab hier rüber. So, ich hätte doch noch mehr Infanterie, ne? Das da sind meine Schwertchen, ne? Okay, gut. Nö, dann können wir das jetzt mal... ich versuche mal hier jetzt gerade, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen kinematisch das zu zeigen. Auch hier, wie er jetzt in die Phalanx hineinrennt, ist natürlich nicht empfehlenswert. Ab hier rüber. Ups, jetzt muss ich dann aber doch mal, es tut mir leid, jetzt muss ich dann doch nochmal den Cinema-Modus ausmachen. Einfach nur, damit ich noch sehe, welche Einheiten ich nur so ausgewählt habe. Bitte schieß doch auf die. Und die Kavallerie, die schicke ich jetzt mal gerade hier runter. Okay, wir machen es so, mit einer Befehlskette. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr vom kinematischen Modus hier zu Gesicht bekommen. Bleib bitte nicht am Mob hängen. Und aus seinem General aus, da schießen wir mal drauf. Okay, wir müssen es irgendwie mal gerade so versuchen. So, und jetzt muss ich wieder hier... Ist vielleicht nicht das Beste, hier mit den Tarantinern in den Nahkampf zu gehen, aber... Es wird halt die Plänkler komplett vernichten. So, jetzt müssten wir auch mit dem Katapult mal langsam aufhören. Sieht hier drüben sehr gut aus. Kommt her.
So, schön auffächern, um hier möglichst viel auf einmal zu erwischen. Das da gefällt mir nicht so gut. Wir sollten hier vielleicht doch mal... Ja, haltet ihr noch ein bisschen durch? Na komm, hier. Attacke da drüben. Sieht ganz gut aus. Also ihr seht, es ist auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen einfach immens wichtig, viel Kavallerie dabei zu haben, sonst schafft man das hier einfach nicht so gut. Ja, das können wir dann schon beenden, das war's, ne? Mit 363 Mann zu verlieren ist jetzt nicht wirklich ein Drama. Aber hier, schöne Kills, wunderbar. Also, hervorragend. Der hat kaum Kills mit der Plänkler-Kavallerie gemacht. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Ich hätte es gerne hier noch gesehen, wie viel er da noch mit seinen Fernkämpfern gemacht hat. Aber gut, okay. Das ist alles hervorragend gelaufen. So klappt es dann eben auch mit den mit dem Bogenschützen. Oh, leck, da gab es aber ganz schön viel Erfahrung. Wow, hier ist eine Schmiede drin. Cool, ja, okay. Ach, du hast eine Erfahrung bekommen, gut, ja. Dann wirst du eine Giftmischerin. Ich erwarte eure Befehle. Oh, jetzt wird's interessant. Große Lagergefolgschaft, das ist halt nice. Plus 8 Moral und minus 4 Unterhalt, das ist schon geil. Aber ich möchte gerne mit euch auch belagern. Und es gibt noch plus 4 Rüstung für alle Einheiten, für alle Belagerungseinheiten. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Machen wir das. Okay. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Hingabe hast du, okay. Das passt ja dann hier. Das können wir uns wahrscheinlich finanziell gar nicht leisten. Deswegen warten wir mal noch gerade ein Sekündchen. So, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich save mal an der Stelle. Also, wir haben Massaker jetzt erstmal übernommen. Dann werde ich das Ding mal abreißen. Dann werde ich das Ding mal abreißen. Weil Militärgebäude brauche ich hier definitiv nicht. Das Teil lasse ich mal noch ein bisschen drin, denn wir können ja jetzt hier wunderbar Einheiten aufwerten. Müsste aber eigentlich versuchen, möglichst schnell in die Provinz hier zu kommen. Nee, Quatsch. Ist Quark. Nee. Nee. Das ist ja schon mal genau richtig, ne? Nee, wir machen das hier, dass wir diese Getreidegruben auch hier weiter ausbauen. Auf jeden Fall. Das Ding hier, das werde ich erst später ersetzen. Es ist die Frage, ob sich das jetzt für uns schon lohnt. Das müssten wir jetzt mal abwägen. Warte mal, schon mal gucken hier. Rüstungsstufe 2, Schildestufe 2. Das ist schon sehr, sehr nice. Okay, also auf jeden Fall für unsere Fernkämpfer. Und auf jeden Fall für unsere Schwertkämpfer. Wow. Das ist toll. Geht's auch noch hier für euch? Okay, dann machen wir das hier. Ich muss aber erstmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo ein Gebäude bauen muss. Ja, hier würde ich vielleicht dann doch gerne eine Bibliothek machen. Oder eine Herberge. Es gibt nochmal Nahrung, aber es gibt halt auch Erfahrung für Agenten, das halte ich für gerechtfertigt. Obwohl, warte mal, aber die werde ich hier wahrscheinlich nie rekrutieren.
Ah ja, egal. Die Stadt ist momentan noch nicht so wichtig, werden wir dann später ansonsten umrüsten. Okay, nee, aber hier ist schon mal alles ganz gut. 2754, wir machen richtig Geld, es wird immer besser. Und die Kavallerie muss ich auf jeden Fall aufwerten. Okay, weißt du was, wir lassen das mit dir mal noch ein bisschen. Zu euren Diensten, Kommandant. 900. 150, das geht auch bei der anderen Armee noch. Okay, perfekt ausgenutzt, würde ich sagen. Okay. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Ah, schön, noch mehr Erfahrung. Okay, die Seleukiden sind wieder im Geschäft. Haben da drüben schon eine Armee von Rotters vergiftet? Level 6, ziemlich cool. Wird noch ein besserer Militärausbilder. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt hier... Warum habe ich 4600? Ich habe wahrscheinlich nochmal durch Abenteuer oder irgendwie sowas nochmal Geld gekriegt. Ich glaube, ich werde mit euch aber mal hier noch nichts veranstalten. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten jetzt mit Rodos schon mal alle Verträge aufkündigen. Aber es ist halt eigentlich auch total wurscht, weil ich habe eh einen Cooldown von 7 Runden, bis ich denen den Krieg erklären kann. Das ist total sinnfrei. Du hast 67. Ja, wir gucken mal gerade hier. Guck mal, hier haben wir mal mit den 70%. Okay, gut, wer hätte es gedacht? Ja, da hat es natürlich geklappt. Aber hier wäre wichtig gewesen, so ein Scheiße. Okay, gut, wir gehen in Gewaltmarsch und du gehst direkt hier rüber. Legt euch ins dumme Zeug, Männer. Nächste Runde geht's hier. Und es ist toll, dass die immerhin hier noch ein bisschen Verstärkung kriegen. Das ist nicht so verkehrt. Wir können mit dir... Auch hier mal was so, dass wir erstmal die Kavallerie aufwerten. Im Rest der Einheiten ist mir das relativ Latte. Lauf mal hier hin. Du gehst nach Massaker. Steckt die öffentliche Ordnung jetzt leider nicht so schnell, aber passt schon. So, und noch hier ein Tempel. Und wir rekrutieren. Drei Phalanx-Pikiniere halte ich für eine ganz sinnvolle Sache. Wir nehmen noch eine Riesenballiste mit. Zwei Stück sind schon richtig nice. Okay, wir haben wieder einen Haufen Geld reingebraten. Wir haben die Ma'in getroffen. Beziehungsweise, ich glaube, die sind gerade neu entstanden aus den Kidri. Sieht mal so aus. Wird eh alles von den Parthern überrannt. Sehen wir hier schon auf der Karte. Relativ sinnlos, da sich weitere Gedanken zu machen. Hier, ich habe übrigens mal ein bisschen rumexperimentiert. Wir können tatsächlich hier noch den Tempel des Ares bauen. Es ist kumulativ, das heißt... Die Moralboni ergänzen sich gegenseitig, ne? Also ist schon ziemlich cool. Okay. Die sollten nach Möglichkeit kein Bündnis mit Armenien schließen.
Aber die mögen sich gegenseitig schon, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Naja, mal gucken. Vielleicht, ja, wobei auf der anderen Seite, dann expandieren wir halt erstmal nach Ägypten weiter. Ist euch das aufgefallen, wie schwach meine Verbündeten immer sind? Also, sobald ich mich mit irgendeiner Fraktion verbünde, wird die unglaublich schwach, habe ich den Eindruck. Und ich meine, da steckt durchaus eine Absicht dahinter. Also, es ist jetzt nicht bös gemeint, Creative Assembly, ja, aber ich meine, da steckt schon eine gewisse Systematik dahinter. Ohne da jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen zu wollen. Okay, wir gucken in die nächste Runde rein, jawohl. Es könnte tatsächlich sein, dass Rhodos dann in irgendeinem Verzweiflungsakt nochmal massenweise Armeen rekrutiert. Oh, ich glaube, die Galater werden jetzt Bithynien weghauen. Sinope zumindest werden sie wahrscheinlich kriegen. Haben die Khitri da jetzt die Stadt von den Ägyptern geholt? Ich sehe das alles nicht. Ja, haben sie. Haben Petra eingenommen. Ja, ja, also Ägypten wird da gerade ganz schön zerpflückt. Wir könnten halt hier noch einen weiteren Tempel des Ares bauen. Ich weiß noch nicht genau. Kann ich euch behilflich sein? Niemand wird meine Anwesenheit. Gut. Okay, immerhin gab es ein Level dafür. Da wäre aber mehr drin gewesen. Also den Verrat gegen Rhodos, den machen wir noch. Was ich mit dem Geld mache, muss ich mal gleich noch gucken. So, da passt noch eine Einheit rein. Wir könnten natürlich auch noch ja, so zum Beispiel. Das sieht doch ganz passabel aus. Da hätten wir dann unsere nächste Full-Stack-Armee. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Vielleicht findet ihr etwas Gutes. Ich bezweifle, dass das Volk... Wir sind schon nicht vertrauenswürdig gegenüber Rhodos aufgrund der Tatsache, dass wir hier Agentenaktionen gegen unseren Verbündeten durchgeführt haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist relativ egal. Ich weiß ja nicht, ob sich unser diplomatischer Ruf jemals wieder erholen wird, aber ich will jetzt auf jeden Fall den Krieg gegen Rhodos. Ich will die Provinz komplett haben, ist ganz einfach. Bringt noch ein zusätzliches Weltwunder, mehr Handelseinkommen, was will man mehr an der Stelle, ne? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Viele von uns würden... Sorry, nee. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte versuchen können, ob ich nochmal Geld von ihm bekomme. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Was ist es, das... Ja, mal gucken, ob du gleich immer noch so denkst. Ja, okay, ich hätte wahrscheinlich nichts gekriegt. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich die so angeschnorrt habe, das war noch nicht lang genug her. Ich finde gut. Unheil. Gut.
dass wir die jetzt schon so angestochen haben, sage ich mal. Hat hier auf jeden Fall für uns einen positiven Effekt. Wobei ich jetzt eigentlich ganz gerne den Typen hier aufgerieben hätte. Könnte halt sein, dass er sich gleich einen Batzen Söldner zusammenschustert und mich dann attackiert. Oh mein Gott, ich habe vergessen zu forschen. Mal wieder. Ja, da gibt es nämlich hier dieses... Die Arbeitsorganisation, die hätte ich gerne. Reduziert halt die Korruption, gibt öffentliche Ordnung und erhöht den Steuersatz. Das ist einfach so unglaublich gut. Und da forschen wir jetzt einfach durch. Wir kriegen außerdem Würdenträger, Stufe 1. Was ich auch für eine sehr sinnvolle Sache halte, denn dadurch bekommen wir auch nochmal zusätzlich... ja. Was ist bitte das? Denn dadurch bekommen wir auch nochmal zusätzlich... zusätzliches Einkommen, wenn wir die als Verwalter einsetzen. So, wir erklären den Krieg. Ihr seht, 9 Runden würde es jetzt dauern, da habe ich keine Lust drauf. Das dauert mir viel zu lange. Und die Eroberung von Rodos sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und sage, macht's gut bis dahin, Pax Vobiscum Valete oder Eirene Hymen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.